Was? Ich will mich unter dem Baum verstecken, der da vorne ist. Ist das Magiekunde oder Tierkunde? Tierkunde. Tierkunde, Drachen. Drachen hat Spezialisierung aber wenig. Aber gucken wir mal. Also er ist weit weg, aber ihr könnt trotzdem seinen gigantischen Leib ausmachen. Der ist wirklich brutal groß. Kasim hat ja auch schon gegen Drachen gekämpft, wohl auch mit Hilfe von Trollen. Aber das Ding ist wohl wesentlich größer. Das hat Kasim auch nur gemacht, weil die Trolle ihn drum gebeten haben. Um das neu besiegelte Bündnis zu feiern, genau. Das damals mit den Gesim geschlossen worden sind. Ja, frisch besiegelt vor 10 Jahren. Was ein ist das für ein Drache? Purpurwurm. Ein gewaltiger Purpurwurm, der sich dort auf den Schwingen in der Luft kreisend auf- und absteigen lässt. Sieht der so aus, als hätte er die Fakinas jetzt gerade als Mahlzeit sich ins Auge gefasst? Nein, der ist weit entfernt und der hat wohl vieles oder alles im Blick, aber zurzeit noch nicht euch oder die Fakina. Das ist einfach nur Lokalkolorit. Da ich sehe, wie die Holzkünste der beiden beschaffen sind, würde ich mal einen flachen Stein mal wählen, eine flache Steinscheibe, wenn ich sowas finde, oder einen flacheren Stein, ihn senkrecht hinstellen und dort mit Kreide einen Bohrenzahl aufmalen. Ja, das geht wesentlich schneller und ist wohl auch nachhaltiger. Und dann kannst du dieses kleine Steinchen dann oben auflegen. Ich würde dann noch ein Grabsingen sprechen. Herr des Todes! Diese Menschen will ich dir anempfehlen, dir, dessen Wirken beenden ist. Lasse deine göttliche Gerechtigkeit den Urteilsspruch finden für diese, deren Söhne und Töchter. Sie schienen aus unserer Welt und wir, die wir zurückgeblieben sind, vermögen nicht zu sagen, nach welchem der 12 göttlichen Paradiese ihr Herz sich sehnte, wo ihre Seelen Einlass begehrten. Schicke deinen Raben aus, diese rastlosen Seelen zu fangen. Möge Golgari führen vor Rethon, die Allwissende. Mögen diese Seelen nach deinem Urteil finden, was für sie bestimmt ist. Boron Wult. Ich habe so noch Ritualkenntnis geworfen, keine Ahnung, muss ich das? Soll ich Wirken aber haben? Ja, mach mal. Wenn du es aufstufen willst von P auf PP, dann. Genau. Würfel einfach mal. Ich suche gerade, wo dieses Kram ist. Mystik wahrscheinlich. Mystik, genau. Ah, nee, das liegt nicht dran. Liturgie. Du kannst einfach Liturgie-Kenntnis würfeln. Ja, ich suche gerade diesen Wert. Wo der eigentlich dran ist. Bei Talente? Ich suche ihn gerade. Will sie nicht. Ah, da Liturgie ist. Bei Sonstiges kannst du ihn auch ja, sehen. Ja, ich habe 15 gefunden. Sternchen. Alles klar, gefunden. Ja, passt. Du spürst, wie die Schwingen Golgari über dir wegziehen. Könnten natürlich auch die Schwingen des Drachen sein, der sich jetzt niederstürzt auf dich, aber nee, das Rauschen der Schwingen ist schon anders. Ja, Kasim steht leise dabei. Die rote Schwester wird sie aufnehmen. Gut. Ja, wenn ihr dann fertig seid mit euren Ritualen, sie zugedeckt habt, könnt ihr euch dann von den unbekannten Toten verabschieden. Vielleicht hättet ihr sie retten können gegen diese hinterhältigen Amazonen, aber auf welcher Seite nun ihr gekämpft hättet, ob es die richtige Seite gewesen wäre, das entscheidet eine andere Zeitlinie, in der ihr euch anders entschieden hättet. Ah, Kasim nimmt noch allen Proviant, den man finden kann, abzüglich der vergorenen Ziegenmilch. Die ist nämlich widerlich an sich. Gut, alles das, was noch in den Beutel passt und das, was ihr bereits aufgegessen hattet. Und so geht es weiter die Berge hoch. Stunde um Stunde. Eure Lungen fiepsen nach und nach, auch gerade wenn ihr nach oben geht. Spitze Steine, die dann sich in eure Stiefel bohren, auch wenn sie neu sind. Und der Wind, der sehr schnell sehr viel kälter wird. Und auch die Sonne, die dann irgendwann zwischen den Hügeln oder den Spitzen vor oder hinter euch dann immer mal wieder versinkt. Der kalte Schatten, der euch dann eintauchen lässt. Immer mal wieder gibt es auch weitere Abbiegungen des Flusses, der dann hier irgendwo entspringt. Und so glitzert ab und zu mal etwas Nebel
wenn ihr dann unter euch auch die endlosen, fernen, den endlosen, fernen Horizont erkennen könnt, mit den fruchtbaren Auen von Aranien. Tatsächlich könnt ihr von hier aus mittlerweile, wo ihr dann höher und höher gestiegen seid, sogar das Meer erkennen, auch wenn es weit entfernt ist, angedeutet, aber am Horizont, dort, wo sich die Elemente vereinigen. Und so steigt ihr höher, höher und höher, Tag für Tag. Es ist mit der Hilfe von Kasim und auch von Rafik, doch auch gerade mit dem Kletterzeug, einigermaßen erträglich. Ihr seid gut vorbereitet, habt dann die richtige Kleidung, könnt euch dann auch einschmieren mit den Walnussölen, die euch gegeben worden sind. Könnt dann eure Brillen aufsetzen, je nachdem, wenn trotz dieser Wintersonne, die dann unter unbarmherzig auf euch herunterbrennt, es doch recht hell ist. Die Baumgrenze habt ihr dann irgendwann überstiegen, sodass ihr dann mit eurem Klettergeschirr euch von Klippe zu Klippe nach oben ziehen müsst. Und tatsächlich, hier würden dann auch Ziegen oder Pferde sowieso versagen, wo es dann steil senkrecht nach oben geht teilweise. Vielleicht auch nur für wenige Meter, aber es wird immer anstrengender und immer anstrengender, bis ihr dann auch spürt, wie ihr nicht mehr wirklich zu Atem kommt. Aber in euch wächst eine Verbundenheit mit dieser Welt. Aventurien, das, was sie ausmacht, oder Sumu, das, was sie ausmacht, wie sie hier vor euch liegt. Tod und erschlagen durch Los. Gerade der Druide wird hier nachdenklich gestimmt. Das hat schlafend, nicht erschlagen, nicht tot daliegend, sondern nur schlafend und sich erholend. Ja, Kasim wird jeden Morgen ein kurzes Gebet sprechen. Gern auch für die anderen zum Mitbeten, das sich primär an Firun richtet, aber auch an eine sehr urtümliche tulamidische Raja, die dann eher als, sage ich mal, als die wilde Wollust. Eher schon fast in Richtung Leftan, aber dieser ganze unfreiwillige Aspekt ist dann ist raus, aber auch einfach auch als Volksgöttin der Tulamiden. Fex in diversen Beinamen und Sprachvarianten, die man potenziell noch nie gehört hat, wenn man nicht aus Fasar kommt, wird ebenfalls mit eingeschlossen. Und es klingt tatsächlich auch wie Gebete, die die Leute sprechen würden, die aus diesen Bergen stammen. Teilweise sind da Lehnwörter drin, die auf Nachfrage als Lehnworte aus dem Fekina erklärt. Und ja, alles in allem ist es ein ultra-orthodoxer Mittelreicher, würde es vermutlich als Ketzerei betrachten. Aber, also Priodur. Naja, Priodur ist nicht ultra-orthodox. Nein, das stimmt. Ich bin schon Mittelreicher, bin ich eher Prius zugewandt als... Also für einen Prius geweihten ist er schon Lachs, ja, das ja, aber er ist schon orthodox. Also du kannst in allem, was er beschreibt, kannst du immer zumindest einen Zwölfgott relativ eindeutig für dich rausfiltern, was gemeint ist. Ja, aber schon sehr archaischer Glauben. Ja, also das, was du hörst, spricht eindeutig für eine sehr archaische Verehrungsweise von den Göttern. Aber du kannst die Götter erkennen, die verehrt werden. Ich halte mich eher mein eigenes Gebet des Praios jeden Morgen, insofern mach, was du denkst. Ja. Also das, was er als Praios beschreibt, klingt eher nach einem Gott, der die Feinde austrocknet und absolut gnadenlos alles und jeden gleichzeitig verbrennt. Also er ist halt die absolut gnadenlose Wüstensonne. Der dürre Dämon. Der Name wird nicht erwähnt. So meine Sichtweise, aber ist deine Sichtweise. Genau. Das ist auch so. Genau, das fängt auch bei Kasim erst an, wenn man so an der Baumgrenze vorbei ist. Das ist schon so, es wirkt fast ritualisiert, ist auch jeden Morgen das gleiche Gebet dann. Ja,
Es wird, wie gesagt, anstrengend. Gerade wenn ihr dann sicherlich morgens nach dem Frühstück so ein bisschen in euch gekehrt seid, euch dann auch nach dem dritten oder vierten Tag nicht mehr so sehr viel erzählen könnt oder wollt, weil die Natur einfach immer gleich ist und immer anstrengend ist und selbst die Nacht nicht erholsam war, könnt ihr euch natürlich noch zurückversetzen in eure eigenen Heimaten oder aber in die Abenteuer, die ihr schon erlebt habt. Denn auch das ist Aventurien, die dampfenden Dschungel von Maraskan, die Kasim bereist hat, oder die sturmdurchbrausten Weiten des Nordens von Greldik, die fruchtbaren Ebenen von Aranien, die unter euch liegen, oder die mörderischen Wüsten, die Omar schon gesehen hat, die überquellenden Gassenlabyrinthe von Gareth oder die ewigen Wälder von Dilion, dem Druiden. Die Unergründlichkeit von tiefen Höhlen, all das. Aber hier ist das Herz von Aventurien. Die Natur um euch ist, die ganze Welt wirkt so gewaltig, wenn ihr auf dem Rücken entlang marschiert, euch nach oben zieht. Unendlich einfach. Gewaltig und unendlich. Zusehends unmöglich erscheint es, als dass das irgendjemand zerstören könnte. Borbarat hat es damals nicht geschafft. Wieso sollte Bardarion Paligan nun den unendlichen Ozean nach oben beschwören, aus den Niederhöllen und alles in einem Meer der Fluten versenken? Und dann wieder ein Tal von euch, wieder ein Tal vor euch, ein Abstieg wieder von etlichen Stunden und dann wieder nach oben, um einen kleinen Bergsee herum, an denen ein paar zerzauste Lärchen stehen, und wieder habt ihr einen Tag verloren. Der nächsthöhere Gebirgszug wartet, bis ihr dann vor der Perfektion steht. Kein einziges Tier, was ihr seit 3 Tagen gesehen habt, kein Murmeltier oder Kaiserhörnchen, kein Gebirgsbock, nichts, nicht einmal Fische in diesen kleinen Seen. Dann liegt vor euch die Perfektion, die nicht von dieser Welt ist, die Himmelstreppe. Aus dem Boden gestampft, aber nicht von menschlichen oder tulamidischen Füßen. Ein unglaubliches Bauwerk, das wohl von Elementargeistern geformt worden ist. Die Stufen wurden nicht geschlagen. Selbst ein Erzzwerg hätte hier Stufe um Stufe zu formen, 1 Monat lang meißeln und polieren müssen. Die Stufen sind aus graugrünem Marmor gewachsen. So rein ist die Ausformung elementarer Stein. Nicht einmal der Nebel, der morgens dann über diese Treppe hält. Die Stufen sind gewaltig. Das ist der letzte Schritt. Die letzte Prüfung. Wer hat wohl diese Stufen geschaffen? Kasim lächelt. Dann schauen wir mal, wie hoch uns unsere Beine denn wohl noch tragen können. Nach der Reise. Ein Held kann pro Minute etwa so viele Stufen steigen, wie seine Konstitution beträgt. Das hält allerdings nur Ausdauer in Minuten durch. Danach muss er 5 Minuten rasten. Beim Misslingen ist eine Konstitutionsprobe fällig, beziehungsweise ist die Konstitutionsprobe gescheitert, müsst ihr 10 Minuten rasten und nicht nur 5. 6000 Stufen liegen vor euch. Ich denke, so kurz vor einer solchen Aufgabe, die vor uns liegt, wenn nicht nur den sprichwörtlichen Berg zu besteigen haben, sondern den tatsächlichen, würde es sich noch eine gute Gelegenheit ergeben, sich zusammenzusetzen und gemeinsam einen Tee zu genießen, bevor man sich gemeinsam dieser Herausforderung stellt. Ich stimme euch zu. Kurz weitere Regeltechniken, die ihr über die letzten paar Tage aufgebaut habt. Ab 4000 Schritt, die nächtliche Regeneration sinkt um 1 Punkt. Ab 5000, der Held erleidet 1 Erschöpfungspunkt, der erst abgebaut werden kann, wenn er sich in geringerer Höhe begibt. Also im Prinzip, ihr steigt weiter nach oben, der wird nicht abgebaut. Ab 6000, Klugheit und Mut sinken um 1 Punkt. Ab 7000 Schritt, ein weiterer Erschöpfungspunkt, die Regeneration sinkt um 2. Punkt. Und ab 8000 Schritt die Konstitution und die Körperkraft sinken um 1 weiteren Punkt. Und jetzt auch noch 6000 Stufen, die nach oben führen. Gewaltig groß, wie für Drachen gemeißelt. Wie hoch sind wir gerade oder trifft das noch nicht? Ihr seid auf 8000 Schritt. Dementsprechend also die Regeln vorgelesen. Klugheit, Konsti und Körperkraft je minus 1 und 2 Erschöpfungspunkte, die nicht abgebaut werden können.
Weil wie hoch sind denn die Stufen? Für Menschen gemacht oder für Drachen? Nee, die sind für Drachen gemacht. Die sind nicht für Menschen gemacht. Also das ist eher Klettern. Es ist eher Klettern, ja genau. Also die sind eher so auf Brusthöhe. Auf Brusthöhe. Du müsstest dich dann da hochziehen. Und du kannst eben pro Minute... Wie hoch ist deine K.O.? 14? 13. 13. Das heißt, du kannst 13 Stufen pro Minute machen. Ja, wir sollten uns ja nicht trennen. Also ja, halt jetzt die niedrigste Konsti, die wir haben, ist 12. Und jetzt 11. Jetzt 11 und wird später 10 sein. Das heißt, auf 11 brauchen wir... Nee, ich habe tatsächlich eine Konstitution von 12. Ich habe noch eine Körperkraft von... Ich habe eine Konstitution von 12 mit der minus 1. Ja. Ich habe vorher eine 13. Also wir bräuchten 545 Minuten, wenn wir durchklettern könnten. Was wir nicht können. Hey, das sind, ich dachte 9000 Stufen durch 11, oder nicht? 6000 durch 11. 9000 Meter sind wir. Vielleicht sollten wir uns auf die Hälfte, alle 6 Stufen, eine kurze Pause einlegen. Das wäre mein Vorschlag. Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Dann müssten wir mit 2 vollen Tagen rechnen, um diese Stufen zu erklimmen. Und müssten... erwägen, auf den Stufen zu nächtigen. Nun gut, das spielt keine Rolle. Aber schaut euch doch mal diese Aussicht an. Diese Stufen bieten mehr als genug Zeitpunkte und Gelegenheiten für einen guten Tee und für ein paar Reisbällchen. Eine Stufe für jedes Element, dann eine Pause. Oma, bist du eigentlich fettleibig oder sowas? Nein. Nur Genusssucht, oder? Oh, erst gar nicht. Erst nach dem Abenteuer. Schmeckt halt. Schmeckt halt, okay. Man muss die guten Dinge im Leben genießen. Also Reisbällchen mit Marzipan. Und prima Feuer. Also, ja. Wir finden hier wahrscheinlich oben kein Holz mehr. Deswegen... Nee, hier sind nur noch Treppen und Stein und Eis. Wie breit sind eigentlich diese Treppenstufen jeweils? Kann man da über Nacht? Ja. Wie gesagt, die sind brusthoch und dementsprechend auch brustlang. Achso. Ja, also, Frage, also wenn man abstürzt, kann irgendwie 6000 Stufen Brust hoch, bist du höher. Ja, also wenn, dann wirst du höchstwahrscheinlich erstmal nur auf die Stufe da drunter taumeln oder runterfallen. Das sind dann, ja, was sind das, 1,50 Meter oder 1,40 Meter oder so, die dann auf die nächste Stufe knallst. Frage nach der Breite der Treppe allgemein irgendwie. Ja, so hoch wie breit. Okay. Also du kannst da ohne Probleme nächtigen. In Länge der Stufen auch die ganze Gruppe. Wie gesagt, für Drachen gemacht. Selbst für Trolle zu groß. So, was hat eure Berechnung ergeben? Wie lange braucht ihr? 8 Stunden oder werdet ihr übernachten müssen? 6 Stufen gibt 1000 Dinger. Also wir müssten alle 6 Stufen wie lange Pause machen? 1 Minute, oder? 5, meint er doch. 5 Minuten, ja. So, warte mal, wir brauchen 6000 Stufen, also brauchen wir alleine schon 6000 Pausen. Über 16,5 Stunden reine Steigzeit ohne Pause. Und dann 1000 mal 5, 5000 Minuten durch 60 sind nochmal 83 Stunden. Also ihr klettert 3 Tage lang. 3 Tage, 3 bis 4 Tage klettert ihr diese 6000 Stufen nach oben. Ja, aber bei was für einer Kälte machen wir das denn? Ihr habt ja Kältekleidung an, also die müsst ihr... Ja, aber mit einer 4er Erschwernis aus der Kältekleidung will ich erstmal sehen, wie ich bitte mit einer 8er Erschwernis aus der Kältekleidung möchte ich sehen, wie ich mit 2 Erschöpfungspunkten, also selbst wenn das einfache Kletteraufgaben sind, da habe ich einen Kletterwert von 0. Du musst keine Kletternproben würfeln. Die Erschöpfung macht noch keine Abzüge, erst bei Überanstrengung, erstens. Zweitens, wir haben Klettergeschirr für minus 7. Also wir haben Kletterausrüstung, das Beste, was man kaufen kann. Ja, okay, kann. Aber Klettergeschirr gebe ich dir ja auf den Baum, also du kannst, auf du kannst, Steinstufe? Du kannst das, deine Ausdauer in Minuten durchhalten. Also, Moment. Ihr braucht bei 6000 Stufen und einer Konstitution von 6 braucht ihr 1000 Minuten. 1000 Minuten. So, und ihr müsst nach eurer Ausdauer müsst ihr Pause machen. Also eure Ausdauer ist ungefähr bei 30. Also könnt ihr 30 Minuten lang klettern und dann müsst ihr 5 Minuten bzw. 10 Minuten rasten. Und bei der Konstitutionsprobe von aktuell irgendwie 10, genau, bei aktuell 10 werdet ihr es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Also irgendjemand von euch wird es nicht schaffen. Das heißt, ihr sitzt dann 10 Minuten. Und dann könnt ihr wieder 30 Minuten klettern.
Und also was Greldig probieren wollen würde, wäre den Rucksack vor die Stufe stellen, an den Rucksack ein Seil binden, auf den Rucksack draufsteigen und dann auf die Stufe. Dann müsste er ja eigentlich die Höhe der Stufe halbieren. Dann braucht er sich da nicht hochziehen, dann kann er da quasi mit zwei großen Schritten hoch. Das könnte ja, aber du musst, Taktik du ein musst, bisschen weniger Energie kosten. Ah, du musst den Rucksack aber wieder hochziehen, ne? Den positionieren, das dauert halt auch wieder. Also im Prinzip, es dauert sehr lange und es ist sehr anstrengend. Und vermutlich darauf hinauslaufen, dass Kasim dank seiner magischen Verstärkung der Rube und so weiter, also des Zauberzeichens, weniger zusätzliche Kälte, Mali. Behinderung durch Kälterüstung hat, weil er halt die Kälterüstung entsprechend auch reduziert hat. Und dann klettert er voraus. Er hat ja auch ein magisches Seil, das halt ziemlich geil ist. Und hilft dann den anderen hoch. Ich glaube, macht meine Kette. Ich glaube, du brauchst tatsächlich keinen Seil, sondern eher so eine Trittleiter. Ja, aber also bei 1,50 Höhe. Ja, stimmt schon. Aber wie gesagt, Kasim durch die niedrigere Behinderung geht vor und hilft dann den anderen hoch. Ja, du bist mir trotzdem schneller dadurch. Also jetzt nur für mein Verständnis, was für eine Außentemperatur haben wir gerade, wenn ich da hochkletter? Minus 40, also wir sind jetzt 40, aktuell minus 30 sind wir aktuell, minus 30 Grad. Okay, bei minus 30 Grad bezweifle ich ganz stark, dass halt ein Ogel da oben ankommt, der verreckt halt auf dem Weg. Sorry, das überlebt der Mann nicht. Für Haldan Rogel gilt durch unsere Kälterüstung, die wir haben. Ist das für dich, als hätte es 0 bis 10 Grad? Genau, hast du den Nachteil kälteempfindlich? Nein, habe ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie der Mann bei minus 40 Grad, also wenn der so dick eingepackt ist, muss er eingepackt sein wie ein Eskimo. Es dauert einfach einen Tag. Michelin-Männchen hast den Mund voller Marzipan. Ja, also ihr werdet einen ganzen Tag werdet ihr auf den Stufen verbringen. Ihr übernachtet da und am nächsten Tag geht's dann weiter und dann werdet ihr irgendwann vielleicht zur 10. Stunde oder so, werdet ihr dann oben ankommen. Ja, und jegliche Idee für, ja, wir könnten ja magisch uns helfen, wird vermutlich gleichermaßen von Kasim und Bruder Priodur mit einem finsteren Blick quittiert, weil diese Stufen muss man manuell ohne Hilfe erklimmen. Schwer atmend stampft ihr bergan, Stufe für Stufe. Nur der Wind, der Nebel und die unsichtbare Sonne sind eure Begleiter. Ziel eurer zermürbenden Aufstiegs ist der Rand der Bergschulter, der seit Stunden den einzigen Horizont im wallenden Nebel bildet. Ihr scheint höher zu sein, als Vögel fliegen können. Wenn der brausende Wind um euch kurz die Wolken zerreißt, spielen euch eure überreizten Sinne Streiche. Die Giganten um euch scheinen wieder ihren Standort gewechselt zu haben. Jene graugrüne Pyramide scheint auf euch herabzustarren wie der stumme Hüter einer nichtmenschlichen Weisheit. Dieser Gipfel dort gleicht einer geballten Faust, jener dort drüben gar einem geflügelten Speer. Erschaudernd messt ihr euch an den Bergriesen, die nur wie Kinder zu Füßen von Giganten sitzen, die ihrerseits halb im Schatten des eigentlichen Massivs Wache halten. Und so lange dauert die Wache schon, dass die Menschheit nicht einmal vom letzten Angriff weiß. Dies sind Lande, die nur noch den Drachen und vielleicht den Göttern gehören. Und wenn ihr euch umblickt, könnt ihr tatsächlich auch mehr und mehr Drachen erkennen. Mal kleiner, mal größer. Aber monumental. Einzigartig. Das glaubt euch niemand, auch wenn ihr davon Bilder malt oder musizieren würdet. Man muss es gesehen haben, damit man diesen Anblick genießen darf. Und dann völlig unvermittelt reißt der Nebel auf. Kurz vor den letzten Stufen meint Kasim noch: Freut euch. Außenstehenden wird dieser Anblick nur sehr selten zuteil. Erblickt nun die ewige